Es sind zwei Urgesteine in der Gemeinde Wals-Sietzenheim, die beiden letzten Wohnbauten in der Wehrstraße. Diese werden nun dem Erdboden gleichgemacht und neue Anlagen werden errichtet. Dabei wird auch neuer Wohnraum geschaffen. Wie voll ist denn nun das Boot Wals? Nun, wie es aussieht, ist auch in Zukunft noch Platz. Hier in der friedvollen Wehrstraße in Wals wird es bald etwas lauter zugehen. Diese Wohnbauten zählen zu den ältesten in der Grünau in Wals-Sietzenheim. Diese werden nun abgetragen und zwei neue Objekte werden gebaut. Na, soweit ich informiert bin, sind die Gebäude immerhin 60 Jahre alt, das heißt auf gut Deutsch abgewohnt und gehören natürlich auf den neuesten Stand gebracht, weil jedes Gebäude überlebt sich mit der Zeit und es gehören natürlich auch den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern die entsprechenden Möglichkeiten des heutigen Wohnens geboten. Ja, ich muss sagen, das kenne ich schon als kleiner Bub, weil diese Wohnanlagen sind die ältesten in unserem Gemeindegebiet überhaupt, da in Grünau und der Salach. Man sieht da die Bewohner. Die sind auch in die Jahre gekommen, aber die freuen sich jetzt alle, dass sie jetzt in ein neues Gebäude einziehen dürfen, die was wieder alle Stickel spült. Die Wohnungen sind einfach nicht mehr dem heutigen Standard gegeben mit einem Bad und so teilweise Gemeinschaftsbäder und so weiter. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Damit dann jeder sein eigenes Badezimmer hat, wurden die Objekte von Grund auf neu geplant. Das erste Gebäude wird dann an die Stelle dieses gegenüberliegenden Schrebergartens treten. Sobald man die Bewohner übersiedeln kann, wird abgerissen. Im Prinzip werden die 12 Wohnungen errichtet, dann werden hier die Bewohner aus den zwei Altbauten, die hinter uns sind, übersiedelt. Es gehen davon einige auch schon ins Altersheim, weil diese Anlage eine der ältesten Mietanlagen überhaupt in Wals ist. Und der Rest der Wohnungen wird von Walser Bürgern bezogen. Und das zweite Haus, das anstelle von diesen zwei kleinen Mietobjekten hingestellt wird, im Jahre 2014 beginnend, 2015, wird dann ganz einfach neu besiedelt. Der Wohnbaufonds kommt hier zum Tragen. Man will nicht nur modernisieren, sondern das Wohnen soll auch leistbarer gemacht werden. Ich glaube, da habe ich gehört, Bruttomiete gute 8 Euro. Wir reden von einer Bruttomiete warm. Und das ist, glaube ich, eine Nettomiete nicht einmal 4 Euro oder 3,95 Euro oder so ähnlich. Und wenn man denkt, eine freie Mietwohnung am Markt kostet zwischen 9 und 10 Euro netto. Das heißt, das sind bei 15, 13, 14 Euro. Und die Salzburger Wohnbauförderung, da gehört eine Lanze gebrochen, die ist gut. Und der sollte man, glaube ich, die gehört jetzt evaluiert. Das ist richtig, aber die ist sehr, sehr gut. Und wir müssen das leistbare Wohnen einfach weiter forcieren und auf der Situation weitergeben. Die Wohnbauförderung ist sehr gut, das gehört einmal betont. Insgesamt werden 25 Wohneinheiten entstehen. Auch die Warteliste der Wohnungssuchenden in Wals wird damit also etwas kürzer werden. Ganz so voll ist das Boot in Wals dann doch nicht, korrigiert Bürgermeister Meislinger. Die Phrase, das Boot ist voll, inwiefern trifft es jetzt auf Wals zu? Ja, das ist typisch Journalisten, ein bisschen umdreht worden, die ganze Geschichte. Ich habe gesagt, dass wir in den letzten zwei Jahren um 390 Einwohner mehr geworden sind. Wir stehen bei 12.610 derzeit und bis 2017 haben wir in unserem räumlichen Entwicklungskonzept verankert, dass wir nicht mehr als 13.000 Einwohner haben sollen. So gesehen hätten wir dann in zwei Jahren schon das, was wir eigentlich in vier Jahren erreichen sollen. Und aus dem wurde gemacht, das Boot ist voll. Stimmt nicht ganz. Noch diesen Herbst wird mit den Bauarbeiten in der Wehrstraße begonnen.